Ach ja, Leute, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und Weihnachten steht fast schon vor der Tür. Zeit, sich schon mal langsam Gedanken über Geschenke zu machen. Aber keine Sorge, ich habe heute 10 Geschenkideen für Outdoor-Freunde und zwar unter 50 Euro. Und da ist garantiert irgendwas dabei, was eure Freunde noch nicht haben. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Fangen wir mit dem ersten Gegenstand an und zwar eine Isoliertasse. Ein großer Nachteil von der kalten Jahreszeit ist natürlich, dass draußen Kaffee und Tee schnell abkühlen. Da kann man natürlich gegen ankämpfen mit einer isolierten Tasse, wenn man nicht unbedingt so eine große Thermosflasche mitschleppen möchte und einfach seinen Kaffee irgendwo entspannt genießen will. Isoliertasse, Deckel drauf und das Ganze lässt sich verschließen. So kann natürlich die Hitze nicht so schnell entweichen. Außerdem ist es einigermaßen auslaufsicher. Und ja, ich setze das Ganze auch im Büro ein. Da kann man das Ganze auch entspannt unter eine Kaffeemaschine drunter stellen. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen der Vorteil gegenüber diesen größeren Thermobechern. Ja, ich finde Tassen einfach echt klasse und das Ding ist bei mir wirklich täglich im Einsatz. Und kann natürlich auch außerhalb von ja, den Outdoor-Aktivitäten eingesetzt werden. Also Gegenstandstipp Nummer 1. Eine isolierte Tasse für kalte und warme Getränke, eigentlich auch geeignet für jede Jahreszeit. Kommen wir zum zweiten Gegenstand und zwar ist es dieses schöne Set von Gerber. Auf das werde ich regelmäßig angesprochen, wenn ich das dabei habe. Und zwar ist es sehr multifunktional und bietet wirklich viele, viele Tools. Im Grunde genommen ist es ein Set, was aus Alu ist. Teilweise ist es auch aus Plastik, aber Stück für Stück. Wir haben hier eine Alu-Gabel, wir haben einen Alu-Löffel. Dann haben wir hier aus Edelstahl einen Flaschenöffner, also einen Dosenöffner und aber auch einen Kapselheber. Und sogar die Möglichkeit, Kartoffeln oder Obst zu schälen. Und als letztes Tool haben wir einen kleinen Pfannenwender. Der ist aus Plastik, einigermaßen biegsam. Vorne schön abgeflacht, um ja euer Essen zu wenden. An der Seite mit ja, so einer Art kleinen Zahnung, um auch etwas freikratzen zu können. Und was ich besonders cool finde, hier ist noch aus Silikon eine Seite. Das heißt, eure beschichteten Pfannen könnt ihr damit ganz, ganz vorsichtig bearbeiten. Und ja, da zerkratzt ihr auf jeden Fall nichts. Und jetzt kommt das, was das Ganze wirklich zum perfekten Tool macht. Man hat die Möglichkeit, ihr habt von Anfang an gesehen, das Ganze ist ein Stecksystem. Man kann jetzt aber den Löffel nehmen oder natürlich auch die Gabel und das Ganze verkehrt herum anbringen. Und jetzt hat man eine Zange und damit lässt sich dann auch im Sommer perfekt irgendwas grillen und wenden, aber natürlich auch zu jeder Jahreszeit. Ich finde, es ist ein mega cooles Kochset. Wenn das Ganze jetzt noch in Titan statt Alu gefertigt werden würde, dann fände ich es wirklich perfekt. Aber auch so ist es eigentlich immer bei mir dabei, wenn ich weiß, dass es eine etwas ausgedehntere Kochsession geben kann. Also Tipp Nummer 2 und echt einer meiner Favorite Tools, dieses Gerber ja, Kochset. Kommen wir zum dritten Tipp. Es wird jetzt langsam früh dunkel. Was macht man am Abend? Ich sag's euch, schnitzen. Und zwar schnitzen nicht nur mit einem normalen Schnitzmesser, sondern jetzt der Tipp Nummer 3, zu einem kleinen Schälmesser, wo ihr die Möglichkeit habt, Kuhlen, ja sag ich mal, zu schnitzen. Und dadurch könnt ihr viel einfacher Löffel oder Schalen aus Holz fertigen. Ich finde, also ich bin kein Schnitzmeister, aber wenn man mal am Schnitzen ist, dann macht es mit diesen Dingern unglaublich viel Spaß. Ich kann euch also so ein Schälmesser empfehlen. Es gibt auch größere Sets, wenn ihr noch keine anderen Messer habt, dann gibt es auch ganze Schnittsets. Ich habe jetzt nur diese Schälmesser und sonst diverse kleinere Messer und mein Bushcraft-Messer und so weiter und so fort. Achtet darauf, dass ihr euch ein Messer holt mit einer Schutzhülle. Meins hat nämlich keine und ich musste mir behilfsmäßig immer irgendwas basteln, dass man sich daran nicht schneidet, wenn man das Ganze transportiert. Aber Tipp 3, so ein kleines Schälmesser. Ich finde, das macht mega Spaß. Tipp 4 für alle Genießer da draußen. Es war so ein schönes Flachmann Outdoor Set. Ja, Flachmann erklärt sich von selbst und Teil von diesem Set sind noch Edelstahlbecher
für drei Freunde und für euch oder für die Familie. Wenn ihr das abends beim Lagerfeuer auf einmal aus der Tasche zaubert, dann seid ihr auf jeden Fall der Held des Abends. Und ja, das Ganze reicht genau für vier Pinnchen, also genießen. Natürlich kann man das Ganze auch zweckentfremden und zum Beispiel hier den Flachmann als einen Behälter für Spiritus nutzen. Wir haben ja hier eine stoßsichere und auslaufsichere Flasche. Ist vielleicht ein teurer Behälter dafür, aber nur als Anregung, das habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen, dass das Leute machen. Mir wäre es wahrscheinlich zu schwer, aber wenn ihr gerade nichts anderes habt oder einfach ja, urig unterwegs sein wollt, ist das natürlich eine schöne Möglichkeit. Also für alle Genießer unter euch ein Flachmann-Set. Kommen wir zu Tipp 5. Und zwar diesmal ist es ja ein DIY-Tipp, sage ich mal. Und zwar könnt ihr aus Paracord wirklich coole Sachen herstellen. Und ja, nehmt euch einfach einen Abend Zeit und übt Knoten. Und dann könnt ihr euren Outdoor-Freunden so welche Survival-Armbänder basteln. Wie gesagt, es gibt Paracord in verschiedenen Stärken. Ihr könnt natürlich auch andere Schnur verwenden. Das Coole bei der Paracord ist aber, also Paracord ist Fallschirmschnur. Ihr habt hier in der Fallschirmschnur bei der 550er Variante habt ihr ganz viele kleine Stränge, mindestens 7. Und mit denen könnt ihr halt auch noch ja, notfalls Kleidung reparieren. Sprich, wenn ihr hier so ein Armband habt und ungefähr 2 Meter zum Beispiel habt, habt ihr da viele kleine Fäden, um Sachen reparieren zu können. Ihr könnt die Hülle davon verwenden, um eure Schnürsenkel zu ersetzen. Es gibt auch Survival Cord, also nochmal eine Steroid-Version von normalem Paracord, wo noch Zunder dabei ist, also ein Strang Zunder und ein Strang Angelschnur. Da ist auf jeden Fall der Kreativität freien Lauf zu lassen und man kann wirklich coole Sachen daraus basteln und die dann verschenken. Und selbstgemachte Geschenke kommen immer gut an und das zu wirklich günstigem Preis. Ich blende euch die Preise hier, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, immer ein. Und das kann sich wahrscheinlich wirklich jeder leisten und da wirklich mehrere von diesen Geschenken raus basteln. Ja, Zeit ist Geld und wenn man nicht so viel Geld ausgeben kann, ist das ein super Geschenk. Achso, als kleine Anregung, ihr könnt natürlich das Ganze auch noch mit hier so Perlen zum Beispiel verschönern. Das ist jetzt hier ein ganz normales Armband, aber es gibt auch Perlen und Beads, nennen die sich, die man ja da zwischenfädeln kann, die dann gewisse Lochgröße haben. Und ja, schaut da einfach mal nach. Ich verlinke euch diese ganzen Sachen sowieso unten in der Beschreibung und packe da noch ein paar Vorschläge rein, ja, dass ihr einfach noch ein paar andere Anregungen habt. Okay, Gegenstand 5 war auch schon in meinem letzten Video kurz zu sehen. Das verlinke ich euch da oben. Da ging es um cozy Bushcraft-Ausrüstung und Camping, ja, Camping-Gear, Übernachtungsausrüstung. Und zwar ist das so eine Kerzenlaterne. Und zwar gibt es die aber in verschiedenen Modellen. Das hier ist eine mit ja, speziellen Kerzen von dem Hersteller. In diesem Fall ist das UCO. Die sind ein bisschen teurer. Es gibt so welche Laternen aber auch für Teelichter. Und eigentlich ist meine Empfehlung so eine Kerzenlaterne mit Teelicht. Da ich das aber noch nicht habe, mir das aber persönlich selber wünsche, denke ich mir, ja, das hier steht für diese Laterne. Und das ist einfach eine entspannte, urige Geschichte, die man abends im, ja, im Zelt aufhängen kann oder vor dem Camp. Und ja, da freut sich wirklich jeder drüber. Kommen wir zu Geschenkidee Nummer 7. Und zwar sind das Taschenmesser. Große Messer haben eure Outdoor-Freunde wahrscheinlich schon und die sind auch nicht gerade günstig. Was man aber immer schön schenken kann, sind Taschenmesser. Und so habe ich hier ja, 2 einigermaßen günstige Beispiele für euch. Was immer einigermaßen günstig zu bekommen sind, sind Messer dieser Art. Ich sag mal Opinel-Style-Messer. Die sehen schön aus, weil sie richtig schöne Holzgriffe haben, lassen sich arretieren und damit kann man wirklich gut arbeiten. Ich nutze es wirklich gerne zum Kochen, zum Schneiden von Gemüse zum Beispiel. Wenn ihr das zum Kochen nutzt, achtet darauf, dass ihr Varianten nehmt mit Edelstahl. Dann rostet das Ganze nicht so schnell und ihr müsst euch nicht immer sofort drum kümmern und alles blitzblank putzen. Und ich finde, die sehen einfach mega aus. Hier mit diesem Messing. Ja, ich liebe das Messer einfach. Zur Alternativvariante, ein bisschen was alltagstaugliches.
Dieses kleine Messer hier, das ist mein meistgenutztes Messer. Ich nutze das wirklich fast täglich. Das ist so ein Mini Victorinox. Ich zeige euch eben einmal, was das kann. Es hat eine kleine Schere. Damit kann man ja irgendwie Splitter entfernen, beziehungsweise wenn man hier einen eingerissenen Fingernagel hat, kann man das Ganze schön wegschnibbeln, generell Nägel schneiden, auch mal irgendwie was aufschneiden, wenn ihr irgendwie, ihr kennt es bestimmt, ihr reißt eine Tüte Chips oder sonstiges auf und alles fällt auseinander, ihr reißt alles kaputt. Hiermit könnt ihr eben schnell einen geraden Schnitt setzen, das Ganze dann wieder entspannt zumachen. Langweiliges Beispiel, hat nicht viel mit Auto zu tun, aber was ich sagen will, diese Schere ist ultra hilfreich und ich nutze sie wirklich fast jeden Tag. Naja, wie gewohnt gibt es dazu ein kleines Messer. Ich glaube, das ist das, was ich am wenigsten verwende an diesem Messer. Dann habt ihr noch eine Nagelfeile, die bei mir schon verrostet ist, weil sie auch nie genutzt wird. Aber ihr habt hier noch einen kleinen Schlitzschraubendreher, der wird regelmäßig genutzt. Und dann habt ihr hier noch einen Zahnstocher. Den kann man natürlich auch für andere Dinge nutzen, wenn man irgendwo einen Reset-Knopf oder was es sich drücken muss. Also irgendwas Kleines, wo man sonst mit dem Finger nicht drankommt. Naja, aber auch als Zahnstocher dient das Ding natürlich super. Und jetzt kommt eine der coolsten Sachen, und zwar eine kleine Pinzette. Und damit habe ich schon diverse Zecken entfernt. Es ist einfach ein super Multitool und das ganze Teil kann man hier an den Schlüsselbund dran machen. Meins ist wirklich so gebraucht, da fehlt sogar das Victorinox-Logo mittlerweile. Also dieses kleine Messer kann ich euch wärmstens ans Herz legen. So, und jetzt ein weiteres Geschenk für alle Frostbeulen, sage ich mal. Obwohl nicht nur für alle Frostbeulen. Und zwar ist das so ein Sitzkissen. Das ist jetzt hier aus einem, ja, ich sag mal festen Schaumstoff. So welche Sitzkissen gibt es natürlich auch zum Beispiel aus Wolle, kombiniert mit einer Canvas, also gewachsenen Canvas-Außenseite. Es gibt wirklich sehr viele Modelle von so welchen Art Sitzkissen. Dieses hier ist natürlich besonders leicht und lässt sich auch kompakt zusammenfalten. Was macht man jetzt mit so einem Kissen? Klar, man kann sich da drauf setzen. Wenn es zum Beispiel kalt ist und man sich draußen bei einer Wanderung auf eine Bank setzt, die vielleicht auch noch nass ist oder zugefroren, dann ist so ein Sitzkissen einfach nur perfekt. Aber wenn man auch am Boden ist und am Arbeiten, kann man sich da entspannt draufknien. Und ich sage euch, eure Knie freuen sich darüber. Und ja, also wie gesagt, für alle Frostbeulen ist das super. Vielleicht auch für eure Partnerin, wenn ihr unterwegs seid. Vielleicht habt ihr auch einen Partner, der schnell friert. Man weiß es nicht. Und dafür ist das Teil einfach perfekt und immer eine Freude wert. So, das war jetzt 8. Also kommen wir zu Tipp Nummer 9. Und zwar ist das kein normaler Topf, sondern eine French Press. Also für alle Kaffeefreunde da draußen, die ja nicht nur einen normalen Instant-Kaffee draußen genießen wollen, sondern ja auch gerne mal die French Press auspacken. Es gibt sowas auch aus Titan und zwar auch multifunktional. Es ist wirklich ein ganz normaler Titantopf und ja, für den Deckel gibt es quasi diese Erweiterung, diese Filtereinheit, sage ich mal. Das Ganze lässt sich wie gewohnt bedienen. Und das Schöne ist natürlich, ihr könnt den Topf aber ganz normal verwenden, wie ihr sonst euren Outdoor-Topf verwendet, zum Kochen von anderen Speisen und so weiter und so fort. Hier vorne habt ihr ja so eine zugespitzte Kante, um gut Flüssigkeiten ausschütten zu können. Ihr habt euren gewohnten Griff. Und wenn ihr das Ganze vielleicht auch zu dem Zeitpunkt nicht als French Press verwenden wollt, habt ihr die Möglichkeit und könnt hier oben den Knopf hier entfernen. Habt dann den Deckel, so wie er ist, könnt ihr vielleicht eine Schraube und eine Mutter drunter machen und euch hier so einen kleinen Griff selber basteln und den dann ganz einfach als ja, euren Camp-Topf verwenden. Lässt sich auch aufhängen, also multifunktionell einsetzbar. Das Ganze lässt sich auch dementsprechend dann gut reinigen, weil man es komplett auseinandernehmen kann. Also ja, wirklich eine coole Idee und perfekt für Kaffeefreunde. Kommen wir jetzt zum letzten Tipp und zwar, was ist Weihnachten ohne Bücher? Und zwar, es gibt wirklich sehr viele Survival-Bücher.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem Bushcraft- und Survival-Bücher, die aus dem amerikanischen Raum kommen und übersetzt worden sind, nicht so gut in Deutsch zu verstehen sind, beziehungsweise wo einfach Begriffe zum Teil übersetzt werden, die man im deutschen Bereich auch nicht verwendet und da auch einfach die englischen Begriffe verwendet. Was man aber sehr gut nachvollziehen kann, sind Bilder. Und deswegen bin ich ein großer Fan von so welchen illustrierten Autorbüchern, wo ja viele Techniken oder Werkzeuge und so weiter und so fort, Tierspuren, alle nochmal visuell dargestellt sind. Und ja, da braucht es nicht besonders viel Text und man kann vieles mitnehmen, einfach mal entspannt abends durchblättern und ja, sich ein paar Inspirationen holen, sein Wissen ein bisschen auffrischen und einfach einen entspannten Abend genießen. Also ich werde euch einfach mal ein paar Buchempfehlungen unten verlinken und macht euch keine Sorgen, auch wenn die Leute Lesemuffel sind, wie ich vielleicht auch und eigentlich eher visuelle Lerner, dann sucht einfach ein Buch raus, wo alles schön bebildert ist. Da guckt man auch eher mal rein, liest vielleicht nicht alles durch, aber lässt sich auf jeden Fall super inspirieren für euer nächstes Abenteuer. Und in dem Sinne, Leute, ich hoffe, ich habe ein paar schöne Geschenkideen für die nächsten Abenteuer mit euren Freunden rausgesucht. Schaut gerne auch noch beim letzten Video vorbei, da habe ich, wie gesagt, cozy Campinggegenstände vorgestellt. Wenn ihr vielleicht noch weitere Inspirationen oder etwas teurere Geschenke für eure Liebsten sucht. Danke fürs Reinschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.